Ein bisschen umdekoriert wird diesmal die Kirche St. Michael im Ingolstädter Stadtteil Etting. Pfarrer André Dmitrik bereitet vor dem Gottesdienst die Gaben vor für die spätere Eucharistiefeier. Alles erscheint erstmal ein bisschen anders als bei einem gewöhnlichen Gottesdienst, ist es aber im Grunde gar nicht. Wir sind ein Teil der katholischen Kirche, aber nichtsdestotrotz haben wir eigenes Kirchenrecht, wir haben eigene Verwaltungskraft, wir haben eigene Gremien, wir haben eigene Struktur der Kirche vor allem. Außerdem haben wir den eigenen Ritus, wir pflegen den byzantinischen Ritus, den Ritus, der von der griechischen Kirche sozusagen abstammt. Man kennt ihn in Deutschland einfach als den orthodoxen Ritus. Zweimal im Monat feiert Pfarrer Dmitrik einen ukrainisch-orthodoxen Gottesdienst in Etting. Rund 50 Ukrainer aus dem Raum Ingolstadt kommen regelmäßig. Pfarrer Dmitrik schätzt die gute Zusammenarbeit mit der heimischen Kirchengemeinde. Wir haben eine wunderschöne alte Kirche und ein wunderschönes altes Pfarrhaus, wie man das hier nennt, Pfarrstadel, wo wir auch nach dem Gottesdienst ein bisschen zusammen sein können. Was ich gemeint habe, dass wir ein bisschen bescheiden sind, das ist natürlich nicht die ganze Ikonostase, die wir hier mit aufstellen können. Das sind wahrscheinlich nicht die ganzen Chöre, die in der Ukraine auch in jeder Kirche vorhanden sind. Wir versuchen alles zum Beispiel selber zu singen, also mit den Pfarreimitgliedern, die ein bisschen begabter im Singen sind, dann versuchen wir, die Liturgie sehr schön zu gestalten. Aber im Prinzip fehlt uns hier nichts. Heute begehen die Ukrainer ein besonderes Fest, die Taufe Christi. Deshalb trägt Pfarrer Dmitrik auch das feierliche weiße Priestergewand. Manche Gottesdienstbesucher tragen traditionelle Kleidung. Die meisten Gläubigen haben eine geschmückte Karaffe mitgebracht. Es gibt nach der Liturgie eine große Wasserweihe und dann werden alle Anwesenden mit diesem Weihwasser besprengt, also gesegnet. Und jeder nimmt sich ein bisschen Weihwasser nach Hause und man setzt sich feierlich zum Beispiel zu einem Mittagessen oder zu einem Abendessen und trinkt feierlich mit einem Gebet dieses geweihte Wasser als Andenken an dieses große Fest. Mit dabei im Gottesdienst ist übrigens auch Pfarrer Dmitriks Frau. Ja, André Dmitrik ist verheiratet. Wenn sie vor der Weihe heiraten, gilt das Zölibat für die orthodoxen Priester nämlich nicht. Im Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche. Es wäre für mich jetzt sehr unangebracht, also die Traditionen dazu vergleichen, eine Tradition als besser darzustellen oder die andere als schlechter. Aber natürlich, ich freue mich, dass unsere Kirche, dass unsere ostkirchliche Tradition das erlaubt. Und für mich persönlich finde ich das gut. Meine Ehefrau hilft mir sehr dabei, zum Beispiel beim Vorbereiten des Gottesdienstes. Die kontaktiert die Gläubigen, die hilft mir, Pfarrfeste zu organisieren, Veranstaltungen zu organisieren, die kommuniziert dann mit den Gläubigen. Das ist eine Riesenunterstützung. Also in unserem Fall ist das eine große Hilfe. In der orthodoxen Kirche spielt die Feier der Liturgie eine ganz zentrale Rolle. Ein normaler Gottesdienst dauert gerne mal 2 Stunden. Aber Pfarrer Dmitrik legt auch großen Wert darauf, die Menschen in ihren Sorgen und Nöten zu begleiten. Mich freut der Kontakt mit Menschen. Mich freut, dass ich mit Menschen und deren Lebensgeschichten zu tun habe, mit deren Erfahrungen, Lebenserfahrungen zu tun habe. Und ich freue mich, dass ich vielleicht durch meine Präsenz, durch das, was ich tue, durch den Gottesdienst, durch die Liturgie, durch die Heiligen, durch die Eucharistie, dass ich den Menschen ein bisschen den Alltag irgendwie in ihrem Glauben auch schöner und leichter mache. Der Gottesdienst mit Pfarrer André Dmitrik. Ein Stück ukrainisches Heimatgefühl inmitten von Ingolstadt.